Hallo meine Lieben, Steffi hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video sprechen wir mal darüber, was du alles tun kannst, um sofort attraktiver für deinen Mann zu sein. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht und habe mich da rein auf die Äußerlichkeiten bezogen. Und in dem Video geht es mal um alles andere, nur nicht euren Look. Für alle von euch, die neu sind auf diesem Kanal, hallo, mein Name ist Steffi Kessler. Ich bin ehemalige Bindungsängstlerin, ich bin heute Beziehungscoach und auf diesem Kanal findest du über 300 Videos darüber, wie die glückliche Beziehung mit deinem Mann, mit deinem Herzensmenschen, mit deinem Partner möglich wird. Egal, wie schwer es gerade aussieht, egal, ob ihr gerade schon in Trennung seid, egal, ob du schon die Scheidungspapiere bekommen hast, alles ist möglich. Lass dir bitte deinen Mut nicht nehmen. Falls du Support brauchst, unten in der Infobox findest du einen Link zu meiner Webseite. Bewerb dich gerne. Dann schauen wir gemeinsam, wo du stehst und wie wir dich unterstützen können. Jetzt starten wir mal mit all den Dingen, die du tun kannst, um attraktiver zu sein. Und mit attraktiver meine ich, die Anziehung steigt, die Intimität steigt, das Gefühl von Nähe, von wir gehören zusammen steigt. Dein Mann fühlt sich also in deiner Gesellschaft rundum wohl, du dich auch. Das wäre sozusagen das Ziel, was wir hier erreichen wollen. Und einer der ersten Dinge, die du tun solltest, ist zuhören, gut zuhören. Wir Frauen, wir sind so schnell. Wir sind oft so schnell. Ganz oft, wenn Männer Dinge erzählen, wenn die irgendwas berichten, dann brauchen die eigentlich wirklich nur jemanden, der gut zuhören kann. Die brauchen keine Lösung. Männer sind ja per Definition selber die Problemlöser. Also selber die, die dann Antworten finden und selber die, die überlegen, wie es jetzt weitergeht und dann losziehen und ihr Mammut jagen. Also dann brauchen die von uns also keine Lösung, auch wenn sich das für uns manchmal so anfühlt. Zuhören, einfach nur da sein, sagen, okay, ja, aha, ja, ist schon mal der Anfang. Wenn du nur ein bisschen so bist, wie die meisten Frauen, mich eingenommen, dann wird es dir sehr schwer fallen, das alles zu tun, ohne sofort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ohne von ihm auf dich zu schließen, ja, also dann zu überlegen, wie würdest du in so einer Situation agieren, was würdest du fühlen, wie wärst du in so einer Situation und so weiter. Das heißt, das ist tatsächlich wirklich eine Übung, eine gute Übung. Und wenn du magst, schreib mir doch mal unten in die Kommentare rein, ob du eine gute Zuhörerin bist, ob das was ist, was dir leicht fällt oder ob du da ähnlich bist wie ich, die dann immer anfängt zu reden und Tipps zu verteilen. Ich bin ja Coach. Das hat nicht immer nur Vorteile. Also würde ich mich freuen, von dir zu lesen. Schreib mal unten in die Kommentare rein. Der zweite Punkt ist der, in dem du deinem Mann respektvoll begegnest. Ja, also wenn der beispielsweise eine Idee hat, er möchte, keine Ahnung, das Haus streichen oder er möchte jetzt umziehen nach Timbuktu oder ein neues Auto kaufen oder das Sorgerecht so und so teilen von mir aus, dann wäre das ein guter Start und ein guter Anfang von dir, wenn du ihm einfach Respekt dafür entgegenbringst. So nach dem Motto, hey, ich vertraue da ganz auf deine Meinung und ich vertraue auf das, was du da sagst. Oder ich bin ganz sicher, dass du die beste Entscheidung für uns treffen wirst. Also mein Mann hat aktuell ein neues Auto für uns ausgesucht. Und außer, dass er mir vorher die Marke und die Farbe verraten hat, wusste ich nichts und wollte aber auch gar nicht so viel darüber wissen, weil ich aus Erfahrung sagen kann, dass dieser Mann unglaublich gut darin ist, Autos zu kaufen. Der findet gute Autos, der findet super gute Preise dafür. Der hat einen unglaublich guten Geschmack. Ich per Definition habe noch gar kein Auto gekauft. Das heißt, ich hätte da jetzt nicht viel helfen können. Klar hätte ich Präferenzen gehabt und natürlich hätte ich auch irgendwas sagen können, aber hey, da ist ein Erwachsener, der sich um das Autothema kümmern möchte. Meiner Meinung nach wirklich mehr als genug. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass ich dann noch weiter einsteige. Ganz im Gegenteil. Ich konnte ihm dann vertrauen, ich konnte mich zurücklegen. Ich hatte ganz viel Energie dann für andere Dinge, die mir wirklich, 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 wirklich wichtig waren und wirklich wichtig sind. Auf der anderen Seite hat mein Mann ein wunderbares Auto gekauft zu einem wundervollen Preis und ist entsprechend auch stolz darauf gewesen. Das heißt, respektieren, dass er Dinge tut, wie er Dinge tut, welche Entscheidungen er trifft. Das ist also ein gutes Mittel, um sofort attraktiver auf deinen Partner zu wirken. Der dritte Punkt ist der Punkt, in dem du deinem Mann zeigst und das auch wirklich lebst, dass du jemand bist, der zufriedenzustellen ist. Ja, also wenn dir immer alles nicht gut genug ist und die Wäsche hängt immer falsch und alles ist irgendwie nicht so, wie du es möchtest, dann trägt das natürlich nicht dazu bei, dass du attraktiver auf diesen Mann wirkst. Ganz im Gegenteil, dann trägt das eher dazu bei, dass dieser Mann denkt, okay, ich kann dieser Frau nichts recht machen, ganz offensichtlich, weiß ich nicht, wie es geht und mache jetzt am besten gar nichts mehr
oder viel, viel weniger. Das heißt, wenn du signalisierst, dass du glücklich darüber bist, dass er die Wäsche zusammengelegt hat, auch wenn die nicht so zusammengelegt ist, wie du es getan hättest, ja, auch wenn sie nicht perfekt ist in deinen Augen, dann macht es trotzdem Sinn, ihn dafür zu loben. Wenn er Dinge tut, um dich glücklich zu machen, dann spiegel ihm, signalisiere ihm, du bist damit zufrieden, du bist damit glücklich, was er da macht. Ja, das kommt irgendwo an. Also er läuft damit nicht ins Leere. Oder er läuft damit Gefahr, noch kritisiert zu werden. Ganz im Gegenteil, das sind alles Strategien, die nicht funktionieren, sondern die beste Lösung ist natürlich, er macht irgendwas für dich und du bist happy, du zeigst deine Freude, du spiegelst ihm, dass dich das glücklich macht, dass es genau das ist, was du dir gewünscht hast. Alles an Kritikpunkten, Zweifeln, Anmerkungen, Kommentaren, kritischen Hinterfragen kannst du dann am besten mit deiner besten Freundin, mit mir im Coaching oder mit anderen Frauen teilen, aber nicht mit ihm. Der nächste Punkt ist der, in dem du extrem gut aussiehst. Ja? Und da kommen wir auch schon zu meinem früheren Video, wo es um das Aussehen geht. Ihr lieben Frauen, bitte unterschätzt das nicht. Ich habe mit so vielen Männern telefoniert und immer, wenn ich sie frage, warum ist sie deine Traumfrau? Warum ist sie deine absolute Traumfrau? Warum ist sie dein Herzensmensch? Dann kommt an erster, zweiter oder dritter Stelle, sie sieht unglaublich gut aus. Sie ist hochgradig attraktiv, so süß und so ein tolles Lächeln und so eine attraktive Frau und so gepflegt und. Also kann man jetzt gut finden, kann man aber auch total schlimm finden. Ist aber die Wahrheit. Wer mal mit genug Männern gesprochen hat und eben diese Frage gestellt hat, der wird sehr wahrscheinlich sehr, 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 sehr häufig genau diese Antwort an erster, zweiter oder dritter Position bekommen. Da können wir jetzt nichts dran machen. Ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das zu nutzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir die Haare zu machen, meine Fingernägel zu lackieren, eine Gesichtsmaske aufzulegen, in die Badewanne zu steigen, das ist für mich jetzt auch keine harte Arbeit. Also ganz im Gegenteil. Ich fühle mich da wohl. Irgendwie es wird schön. Ich fühle mich gepflegt. Ich mag mich noch viel lieber. Ich habe das Gefühl, ich habe aufgetankt und mir so richtig viel Gutes getan. Und wenn das gleichzeitig noch den wunderbaren Nebeneffekt hat, dass mein Mann mich attraktiver findet, Win-Win-Win-Situation. Also ich wäre da ganz dafür. Ich verlinke euch mal unten in die Infobox mein erstes Video zu genau diesem Thema. Der nächste Punkt ist der, in dem du ihn wirklich schätzt, wertschätzt. Also immer wieder auch sagst, wofür du ihm dankbar bist. Was macht er gut in deinen Augen? Ja? Was findest du besonders attraktiv an ihm? Was gefällt dir? Was ist sowieso das Anziehendste an ihm? Was macht er großartig für euch? Ja? Also da deine Dankbarkeit auszudrücken, ist ein ganz, 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 ganz wichtiges, großartiges Tool, um attraktiver zu werden. Ich würde sagen, geben die meisten Frauen ein bisschen zu wenig raus. Hey, die wenigsten haben es irgendwo gelernt. Also ich weiß nicht, ob eure Mütter zu Hause, ob die ihren Mann gewertschätzt haben und dem regelmäßig gesagt haben, wie dankbar sie ihm sind und wie großartig der das macht und wie toll sie X, Y und Z finden. Das tun, glaube ich, die allerwenigsten Frauen. Und ich muss gestehen, hat wahrscheinlich auch was mit der Emanzipation zu tun, tut uns aber keinen Gefallen. Ja? Also macht die Sache nicht besser. Von daher, wenn dir da Dinge auffallen, kannst du gerne so eine kleine Liste dabei haben, so eine Was macht dein Mann, um dich glücklich zu tun oder was liebst du an ihm, was schätzt du an ihm, wofür bist du ihm dankbar, Liste. Dann werden dir da immer mehr Sachen auch auffallen. Ja? Das geht ja dann auch in den Fokus rein, wo deine Energie, wo dein Fokus hingeht, davon bekommst du mehr. Das heißt, da wird es dann in Zukunft noch mehr Dinge geben, für die du ihm dankbar sein kannst, was natürlich entsprechend dazu führt, dass er dich attraktiver findet. Hey, also ich meine, wer findet jemand unattraktiv, der ihm immer wieder sagt, wie wertvoll er ihn findet und wie dankbar er ist und was er alles toll findet und so weiter. Also hier bitte nicht zu knauserig sein mit den Komplimenten. Der nächste Punkt, der heißt Vertrauen. Und das geht so ein bisschen in Richtung, dein Mann möchte ein Auto kaufen, so wie es meiner getan hat. Und du vertraust ihm einfach. Ja, also du gibst ihm diese Aufgabe und sagst, du bist ganz sicher, dass er die beste Lösung für euch finden wird. Du bist ganz sicher, dass er das ganz toll hinkriegen wird. Du vertraust auf seine Fähigkeiten als Autokäufer, was auch immer du dazu ihm sagen kannst oder möchtest. Wichtig ist, dass du ihm wirklich vertraust. Ja, also dass du ihn machen lässt, dass du dich ganz bewusst rausnimmst und ihm aber signalisierst, hey, ich glaube, du wirst es ganz toll hinkriegen. Also mein Mann hat direkt angefangen zu strahlen und ist gefühlt einen halben Meter größer geworden, als ich das gesagt habe im Kontext zu dem Auto. Von daher, versuch das einfach mal, probier das mal aus. Guck mal, wie dein Mann reagiert. Der nächste Punkt ist, zeig dich verletzlich. Ja, also eine Studie hat herausgefunden, dass wir Frauen emotionaler sind als Männer.
Wer hätte das gedacht? Wie gut, dass sowas endlich mal in einer Studie ganz offiziell geprüft wurde und jetzt auch bewiesen ist. Demnach bist du natürlich der Teil in der Beziehung, der ihn mit seinen Emotionen verbindet, der ihn mit seinen Gefühlen wieder in Verbindung bringt und ihm den Zugang dazu gewährt. Wenn du jetzt also eine Situation hast, wo dir irgendwas schwerfällt, wo irgendwas nicht so leicht ist für dich, wo du dich vielleicht auch verletzt fühlst, dann gib ihm das mit, signalisier das. Dann gib ihm mit, wow, okay, das verletzt dich gerade oder sag von mir so, ouch oder whatever. Also hier an der Stelle geht es wirklich darum, dass du nicht so tust, als könntest du alles und alle und jeden beeindrucken und hättest sowieso auf jede Frage auch eine Antwort, sondern hier geht es darum, dass du mal ein Stück weit mehr dein Inneres nach außen kehrst, und wenn dein Inneres gerade verletzt ist, dann kommuniziere das mit ihm, und wenn dein Inneres gerade glücklich ist, dann kommuniziere auch das mit ihm. Jetzt keine ewig langen Romane, aber so ein kleinen Satz dahingehend, wie es dir gerade geht, was du gerade spürst, das macht eine ganze Menge aus. Meine Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, ob es euch leicht fällt zuzuhören oder ob ihr da dieselben Fehler macht, wie ich sie mache und wie ganz viele andere Frauen sie auch machen. Ansonsten wird YouTube euch gleich ein nächstes Video vorschlagen, und der Algorithmus von YouTube, der weiß im Zweifel noch viel besser als ich, was euch jetzt als nächstes hilft und was ihr jetzt braucht. Von daher klickt gerne auf das Video, dann sehen wir uns da auch gleich nochmal wieder. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal, falls es jemanden gibt, wo ihr sagt, oh, meine beste Freundin, meine Schwester muss diesen Kanal unbedingt mal kennenlernen und sehen und könnte sich hier die eine oder andere Scheibe abschneiden, wenn es darum geht, attraktiver zu wirken auf ihren Mann, auf ihren Partner, who knows, dann empfehlt gerne den Kanal weiter. Aber mit einem Abo würdet ihr mir schon einen ganz, ganz großen Gefallen tun. Auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, boah, das ist irgendwie, macht irgendwie Sinn. Ihr versucht vielleicht das ein oder andere Tool mal und guckt mal, wieso diese Reaktion auf euren Mann ist. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video weiter. Bis ganz bald. Macht's gut. Ciao.